China ist ein Riese auf tönernen Füßen und seine Wirtschaft klappt jetzt bald zusammen. Das hört man immer öfter. Aber warum sollte das so sein? Was müssen wir da jetzt wirklich im Auge haben? Und wie ernst müssen wir das auch nehmen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. China wird immer stärker und immer mächtiger. In ein paar Jahren ist es wahrscheinlich die größte Volkswirtschaft der Welt. Und der Westen ist hoch alarmiert. Er sieht in China den großen, gefährlichen Systemrivalen. Aber vielleicht erledigt sich das Problem ja von selbst. Vielleicht geht es in China ja jetzt dann demnächst gar nicht mehr aufwärts, sondern stark abwärts. Was auch viele glauben zurzeit. Zum Beispiel der Analyst Peter Sahan, der sagt hier sinngemäß, noch 10 Jahre, dann ist China am Ende. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wen interessiert's, was in 10 Jahren in China ist? Die USA sind in 5 Tagen am Ende, wenn da der Kongress dem Schuldengrenzenkompromiss jetzt nicht noch zustimmt, was er jetzt aber hoffentlich dann macht die nächsten Tage. Aber trotzdem, man muss sich natürlich schon fragen, ob man sich um China nicht langsam mal Sorgen machen muss, gerade auch als Anleger. Wer China-Aktien hat, der hat natürlich sowieso schon einiges erlebt und auch mitgemacht. Hier haben wir den Hang Seng China Enterprises Index, die China-Aktien in Hongkong, die letzten 5 Jahre. Der Chart ist von Trading View. Bis 2021 war alles ganz okay, aber dann von Anfang 2021 bis Mitte letztes Jahr ist er dann plötzlich eingebrochen von über 12.000 Punkten bis auf ungefähr 5.000 Punkte. Er hat sich also mehr als halbiert, bis dann im Oktober die Erholung gekommen ist nach der Covid-Öffnung von 5.000 fast wieder auf 8.000 und jetzt sind wir ungefähr bei 6.300 Punkten. Und noch viel dramatischer hier der Nasdaq. Der Golden Dragon China Index, China-Aktien, die in USA gehandelt werden. Von 2020 bis 2021, da haben wir einen starken Anstieg gehabt, angetrieben durch chinesische Technologieaktien, war zum Teil sicher auch übertrieben, aber dann auch da der Absturz und da zwar so, nämlich sogar von 20.500 Punkte auf nur noch 4.700 Punkte. Da gab es dann zusätzlich noch die Listing-Sorgen, das Thema ist wohl erstmal vom Tisch. Und dann aber das gleiche Muster, wieder eine starke Erholung ab Oktober. Das schaut hier nicht so spektakulär aus, aber es war ein Anstieg von 4.700 auf 8.300 Punkten, also fast 80% in 3 Monaten. Und jetzt auch wieder eine Korrektur. Es war alles sehr aufwühlend und letztes Jahr auf den Tief, da haben wir hier fast nur noch Zuschriften bekommen, so in die Richtung: Ich habe alle meine China-Aktien verkauft, danke für die Verluste, ihr Arschköpfe. Und wer so wie ich jetzt immer noch Leute in China-Aktien vermeintlich reintreiben würde, der sei entweder völlig skrupellos oder blöd oder wahrscheinlich beides zusammen. Aber ein paar Monate später, da hieß es dann: Herrje, ich habe die Erholung verpasst. Hoffentlich korrigiert China jetzt nochmal. Dann decke ich mich aber wieder voll mit China-Aktien ein. Gut, jetzt haben Sie die Chance. China hat nochmal korrigiert, also volle Kanne rein, würde ich sagen. Ich hoffe, Sie wissen, wenn Sie meinen Kanal vielleicht auch schon länger kennen, dass ich hier nicht versuche, irgendwen in irgendwas reinzutreiben. Ich versuche, Sie zu dem Thema auf dem Laufenden zu halten und jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man in China investiert ist oder nicht. Aber es ist eben doch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und was da passiert, ist eben nicht ganz unwichtig. Ich kann jeden nur einladen, das in Zukunft hier auch mitzuverfolgen, mit einem Kanalabo am besten. Und wenn Sie dabei auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie auch entsprechend Benachrichtigungen, wenn neue Videos zu dem Thema da sind. Und mir tut so ein Kanalabo natürlich auch immer gut. Jedenfalls, China korrigiert jetzt also wieder, aber wie es so oft ist,
So eine Korrektur kommt eben auch nicht einfach nur so, sondern es gibt jetzt eben neue Sorgen. In dem Fall die Sorge, dass diese wirtschaftliche Erholung durch die Covid-Öffnung, dass die vielleicht doch nicht ganz so stark ist, wie man sich das erst gedacht hat. Und die letzten Wirtschaftsdaten, die waren dann zum Teil auch wieder ziemlich durchwachsen. Was zieht China runter? Was könnte das sein? Es ist mit Sicherheit immer noch die Immobilienkrise, die immer noch nicht ausgestanden ist, natürlich. Wahrscheinlich oder vielleicht auch eben noch die Regulierungen im Technologiesektor. Das hat viele Unternehmen verunsichert. Die haben sich da dann eben auch mit Investitionen jetzt zurückgehalten und tun es immer noch. Dann die geopolitischen Spannungen natürlich, auch die verunsichern und so weiter. Es sind aber alles Dinge auf der anderen Seite, die können in ein paar Monaten auch wieder anders sein. Und die haben ja auch zum Beispiel diese starke Erholung Ende letztes Jahr, die haben diese Dinge ja auch nicht verhindert. Aber es gibt eben viele China-Skeptiker, eben diesen Peter Sayhan zum Beispiel, den ich oben erwähnt habe, früher bei Stratfor, jetzt hat er eine eigene Consulting-Firma. Und ich erwähne ihn vor allem, weil er eben ganz besonders pessimistisch ist. Aber wenn man die China-Skeptiker allgemein so hört, dann geht es da meistens um zwei Langfristprobleme, nämlich Schulden und Demografie. Und das sind auch Probleme. Punkt 1, Schulden. Die chinesische Gesamtverschuldung, die ist im ersten Quartal auf einen neuen Rekord gestiegen von 290% vom Bruttoinlandsprodukt. Also wohlgemerkt Gesamtverschuldung, das heißt Staat plus Unternehmen plus die privaten Haushalte. Die reine Staatsverschuldung, die ist jetzt mit 77% noch im Rahmen. Aber die Gesamtverschuldung, die ist schon hoch, die ist auch stark gestiegen. Und wenn man jetzt die Investmentvehikel von den Provinzregierungen, wenn man die noch da zunimmt, dann ist man sogar bei deutlich über 300% vom Bruttoinlandsprodukt. Und wir wissen alle, China ist natürlich auch die letzten Jahre immer überdurchschnittlich stark gewachsen, aber die Verschuldung ist noch stärker gewachsen. Hier ist eine Grafik vom Carnegie Endowment for International Peace. Bruttoinlandsprodukt, das chinesische in blau, die Gesamtverschuldung in orange. Alles seit 2015. Das Bruttoinlandsprodukt ist seitdem nochmal um gut 70% gestiegen, aber die Gesamtverschuldung, die ist eben um mehr als 170% gestiegen und sie ist natürlich auch viel höher. Das ist bedenklich, das ist sicherlich auch nicht nachhaltig. Das chinesische Wachstum wird getrieben exzessiv von Investitionen. Der Anteil der Investitionen am Bruttoinlandsprodukt, der liegt bei 42%. Das ist unnatürlich hoch. Und das sind Immobilieninvestitionen gewesen, das sind Investitionen von Unternehmen natürlich, aber es sind eben auch hohe staatliche Investitionen, zum Beispiel in hohem Maße immer in Infrastruktur, mit denen hat man eben das Wachstum auch immer wieder angeschoben. Und das heißt aber natürlich auch immer mehr Schulden. Und nur die sogenannte versteckte Verschuldung, also die von den Investmentgesellschaften der Provinzregierungen, mit denen die auch Unternehmen aus dem Boden gestampft haben oder Ventures aufgemacht haben mit Privatunternehmen, wo sie dann aber für die Schulden garantiert haben, nur die liegen umgerechnet bei knapp 10 Billionen Dollar. Allein das ist mehr als das Doppelte der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung. Ich habe über diese Schulden hier schon ein paar Mal berichtet und das Problem ist auch, Peking will diese Schuldenexzesse bei den Provinzregierungen ja seit einiger Zeit schon stoppen. Aber genauso wie Peking eben auch versucht hat, diese Immobilienpreisblase aufzuhalten, dadurch ist dann eben auch der Immobilienmarkt zusammengebrochen. Und jetzt die Entflechtung und die Umstrukturierung und der Abbau von diesen versteckten Provinzregierungsschulden, dadurch würde jetzt eben auch nochmal ein Wachstumstreiber wegfallen. Und das eine hängt auch noch mit dem anderen zusammen. Das hier sind die Einnahmen von den Provinzregierungen, die sich jetzt ja entschulden sollen seit 2015. Das sind die braunen Balken. Und die grünen Balken, das ist der Anteil aus den Landverkäufen. Das ist eine sehr wichtige Einnahmequelle für die lokalen Regierungen.
Und das geht jetzt stark zurück und das aber genau in der Zeit, in der sich die ja entschulden sollen und in der sie aber gleichzeitig trotzdem auch irgendwie weiter das Wachstum ankurbeln sollen. Das wird so nicht richtig funktionieren die nächsten Jahre. Und die Grafik hier ist übrigens von Caixin, das ist ein chinesisches Medienunternehmen. Das sind also alles keine Zahlen, die man sich hier bei uns jetzt aus den Fingern saugen würde, sondern das ist auch in China öffentlich, wird da auch öffentlich diskutiert. Aber wie auch immer, China versucht aus dem Schlamassel da wieder rauszukommen, aber genau dafür wird es eben auch einen wirtschaftlichen Preis zahlen müssen in den nächsten Jahren. Und was Schulden jetzt mal allgemein betrifft, wir haben ja in den letzten 15 Jahren weltweit eine regelrechte Schuldenorgie gehabt. Man hat den Eindruck gehabt, als sei den Staaten ja gar nichts anderes mehr übrig geblieben, als sich massiv neu zu verschulden. Aber heute früh haben sie von uns einen neuen Zukunftsmärkte-Report bekommen, wo es um Staaten geht, die solide geblieben sind, die sich dem widersetzt haben, die nicht massiv neue Schulden aufgenommen haben in letzter Zeit. Das ging also auch. Und falls Sie die Reports von uns noch nicht bekommen, die sind gratis und Sie bekommen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Wenn Sie sich da kurz jetzt eintragen, dann können Sie den aktuellen Report jetzt sofort lesen, den Report mit den immer noch niedrig verschuldeten Ländern. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut. Und der zweite Grund, warum viele sagen, China ist bald am Ende, das ist die Demografie, die Überalterung. Die ist in China besonders dramatisch. China hat die Ein-Kind-Politik gehabt von 1979 bis 2016. Die ist übrigens so in den 80er, 90er Jahren auch bei uns zum Teil gefeiert worden als wichtiger Beitrag gegen die Überbevölkerung. Und das Ganze ging aber dann eben doch 37 Jahre lang und inzwischen haut das eben richtig rein. Und was noch dazu kommt, obwohl diese Ein-Kind-Politik ja aufgehoben ist seit 2016, da hat sich trotzdem nicht mehr viel geändert. Aus ähnlichen Gründen auch wie in anderen Ländern, die urbaner geworden sind oder die reicher geworden sind. Man will eben heute erst im Beruf erfolgreich sein oder man findet auch keinen Partner oder man traut sich eine Familiengründung finanziell auch nicht zu, weil man beruflich noch nicht fest im Sattel sitzt. Kinder sind ja auch ein verdammt teures Hobby. Das ist die Fertility Rate der durchschnittlichen chinesischen Frau seit 1960. Die offizielle Übersetzung ist anscheinend Fruchtbarkeitsrate. Man liest aber auch manchmal Geburtenziffer. 1963 haben chinesische Frauen im Durchschnitt tatsächlich 7,5 Kinder bekommen. Das war aber der Höchststand, dann ist die Rate stark gesunken. 1991 ist sie zum ersten Mal auf unter 2,1 gefallen. Das ist der Wert, bei dem eine Bevölkerung noch stabil bleibt. Und inzwischen ist sie aber nur noch bei 1,18. Und wenn das so weitergeht, dann ist eine schwere demografische Belastung natürlich absehbar. Letztes Jahr ist die chinesische Bevölkerung erstmals schon geschrumpft um 850.000 Menschen und das sind die Hochrechnungen. Sogar bei einem moderaten Szenario, also nicht super pessimistisch, aber wenn sich da nichts ändert, wird die Bevölkerung bis 2100 von jetzt 1,4 Milliarden um 600 Millionen zurückgehen auf nur noch 800 Millionen. Und noch schlimmer, das Durchschnittsalter ist jetzt bei 38,5, das ist eh schon hoch und in 25 Jahren würde das aber bei 50 liegen. Also im Durchschnitt lauter Leute in meinem Alter. Dass man mit denen kein Wirtschaftswachstum mehr hinkriegt, das ist auch klar. Aber Scherz beiseite, es ist natürlich eine immense Herausforderung, zum Beispiel ja auch für Sozialsysteme und sowas. China wird also alt, bevor es reich wird, so sagt man oft. Und das ist ja eine Erfahrung, die die meisten von uns auch machen. Und damit steht China natürlich definitiv vor großen Herausforderungen. Das heißt aber meiner Meinung nach noch lange nicht, dass China in 10 Jahren jetzt am Ende ist. China ist ja auf der anderen Seite eine riesige Volkswirtschaft inzwischen. Es ist auch sehr wettbewerbsfähig, es ist sehr widerstandsfähig. Und man sollte sich sowieso davor hüten, dass man da in der Betrachtung von so einem Land immer von einem Extrem ins andere fällt.
Wie schon mal gesagt, vor ein paar Jahren, da haben wir solche Zeitungscover hier gehabt. Der Siegeszug des Drachen, ich hoffe, man kann es sehen. Ein China, also das übermächtig ist, das uns alle aufkauft, das uns alle wegputzt und so weiter. Jetzt haben wir eher wieder solche Cover. Wie stark ist China wirklich? Krisenproteste, alternde Bevölkerung und. Und das ist ja noch harmlos, wenn man sich dann anschaut, was es dazu sonst noch so gibt. Riesenprobleme, Kollaps, das Ende 2022. Wenn man das alles komplett ernst nehmen würde, dann dürfte es China schon gar nicht mehr geben. Genauso wie alle anderen Länder ja eigentlich auch nicht mehr. Ich würde sagen, China ist weder das eine noch das andere. Es ist nicht übermächtig stark, es ist aber eben auch nicht am Ende. Es hat Probleme, wie sie viele Länder auch haben, viele andere Länder, speziell bei der Gesamtverschuldung. Da steht es im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften ja sogar noch ziemlich gut da. Aber dass China eben wenigstens versucht, die Verschuldung einzubremsen, das wird in den nächsten Jahren auch eine Wachstumsbremse werden. Und genauso auch die Demografie selbstverständlich. Darum würde ich sagen, wenn man China-Aktien kauft, dann sollte der Grund dafür nicht das hohe Wachstum sein. Das sollte eigentlich schon seit Jahren nicht mehr sein. Das wird nämlich sehr wahrscheinlich weiter zurückgehen. Sondern ein Grund für China-Aktien, das wären eben zum Beispiel die günstigen Bewertungen im Moment und eben auch die vielen sehr guten Unternehmen, die es dort nach wie vor gibt. Und kurzfristig auch ein Argument ist sicherlich auch die niedrige Inflation, die wir gerade in China haben. Eine Verbraucherpreisinflation von 0,1% ist natürlich nicht unbedingt ein Indikator für starkes Wachstum. Aber es heißt auf der anderen Seite, dass man da von der Geldpolitik her noch Spielraum ist für Stimulation. Und das hat man ja in den westlichen Ländern wegen der hohen Inflation im Moment natürlich nicht mehr. Und was sonstige China-Probleme betrifft, Halbleiter-Boykotte, geopolitische Spannungen, ich habe es in letzter Zeit ja viel schon behandelt, diese ganzen Themen. Ich werde sie hier auch weiter behandeln. Und demnächst geht es hier aber auch wieder mal um die chinesische Innenpolitik und um die sehr wichtige Frage, wohin will da eigentlich die Kommunistische Partei unter Xi Jinping? Ist sie immer noch ein Wachstumsgarant für China oder ist sie inzwischen mehr oder weniger das genaue Gegenteil? Demnächst hier in diesem Theater. Und was Demografie betrifft, die ist natürlich wirklich ein großes Problem, die jetzt auch auf fast alle reichen Gesellschaften wirklich zurast. Aber sie ist natürlich gleichzeitig ein Problem, wo jeder Einzelne oder so gut wie jeder auch was zur Lösung beitragen kann. Nur bevor Sie jetzt gleich zur Tat schreiten, prüfen Sie bitte gewissenhaft, ob Sie wirklich auch jemand sind, der seine Gene wirklich weitergeben sollte, so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe die Prüfung leider nicht bestanden. Dafür gibt es hier jetzt zweimal die Woche schöne Videos von mir. Ich hoffe, Sie verfolgen die weiter, idealerweise auch als Kanalabonnent. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.